Hallo zusammen, hier nur ein kleines Promo-Video, denn am Montag, den 19.8., also in 2 Tagen nicht mal, release ich ein Let's Play zu Might & Magic 10 Legacy. Und zwar die Early Access Version. Die Jungs und Mädels von Ubisoft waren so nett, mir vor einer Woche da was zuzuschieben, dass ich schon ein bisschen aufnehmen konnte. Und das Ganze wird um 16 Uhr dann freigeschaltet. Das heißt, ich habe jetzt die ersten 5 Folgen schon abgedreht, der Rest kommt nach. Aber nach 5 Folgen mache ich so ein kleines Resümee. Das heißt, man kann dann gut gucken, was in dem Spiel schon gemacht wurde, wie viel überhaupt machbar ist, was fehlt, welche Bugs da sind und so weiter und so weiter. Ich hoffe, das Ganze ist für euch ein guter Einblick und ich freue mich allgemein darauf, dass das Might & Magic Franchise ein bisschen wieder aufgepeppt wird. Denn wenn die meisten Leute heutzutage Might & Magic hören, dann denken sie eher an Heroes of Might & Magic. Und das ist ja was vollkommen anderes. Aber ja, nach 10 Jahren wurde es echt mal wieder Zeit, dass das in Angriff genommen wurde. Und das Ganze jetzt ein wenig auf alt getrimmt. Das heißt, es wird eher angelehnt sein an Might & Magic 4 und 5 zum Beispiel. Also mit Tile-Based Movement, das Ganze rundenbasierend und in sich ziemlich stimmig. Aber guckt am besten am Montag um 16 Uhr einfach selber rein. Könnt ihr euch ein Bild davon machen und dann entscheiden, ob ihr es euch denn im September, müsste das sein, kaufen wollt oder nicht. Also dann, bis die Tage.